Auch ich war als Jugendlicher ein Markennerd und daher fällt es mir schwer, meine einstige Lieblingsköderfirma Rapala hier mit diesem Video zu zerstören, wie man modernerweise sagt. Dieser Schlüsselanhänger aus Balsaholz, das ist das Einzige, was mir noch von Rapala geblieben ist. Rapala hatte für mich immer so den Touch von handgefertigt, auch eben Holz. Aber so Ende der 80er hatte sich das geändert, weil die Produktion, die einst tatsächlich wohl im familiären Rahmen in Finnland stattfand, die hatte sich dann nach Litauen oder Estland, also in den baltischen Raum verlegt und damit sank auch die Qualität rapide. Es fing halt an, dass die guten Rapala Countdown, die älteren von euch wissen sicher, was das ist, plötzlich die Klarlackschutzschicht sich einfach abblätterte oder sogar die Schaufel rausfiel. Und da wurde ich dann schon skeptischer und schaute mich auch nach Alternativen um. Dennoch habe ich später am Meer auf Gran Canaria wieder zu Rapala gegriffen, da ich dann eben doch diesem vermeintlichen Image von Qualität und handgefertigt aufgesessen bin. Aber heute hat Rapala mit dem Rapala, was man eben noch aus den 80ern oder 70ern kennt, überhaupt gar nichts mehr zu tun. Rapala ist nicht mehr Rapala. Rapala ist vor Jahren von Pure Fishing gekauft worden. Und dementsprechend ist Rapala heute nur noch ein Markenname, hinter dem leider nicht mehr allzu viel steht. Diese Rapala-Wobbler sahen zum Beispiel nach ein paar Würfen schon so aus. Heutzutage übrigens nur noch aus dünnem Plastik, kein durchgehendes Drahtsystem. Ich reklamierte sie und bekam sie zumindest ersetzt. Schon vor Monaten machten mich einige von euch auf den Rapala Flash X Gitter aufmerksam, dessen Kopf wie eine Kopie meines Needlesticks aussieht. Es geht ja darum, dass Rapala möglicherweise nicht nur meine geistigen Urheberrechte mit einem vermeintlich neuartigen Köder verletzt hat. Wie komme ich denn darauf, werden manche zu Recht fragen, wieso Rapala ausgerechnet mir, kleinem Köderentwickler, eine Idee geklaut haben soll. Da gibt es zwei eindeutige Indizien. Zum einen habe ich mich bei Rapala und anderen Firmen mit dem Needlestick beworben, also einen Designvorschlag eingereicht und natürlich die Referenzen, die der Köder inzwischen hat. Selbstverständlich ohne genaue Details oder einen Bauplan, da ich genau so etwas befürchtete. Zum Zweiten erinnere ich mich da an ein Guiding auf Gran Canaria, ungefähr ein Jahr bevor der Flash X-Gitter auf den Markt kam. Der Guiding-Gast mit der roten Kappe hatte drei Needlesticks von mir gekauft. Der Guiding-Gast mit der schwarzen Kappe stellte sich als sogenannter Rapala Pro-Angler heraus, der vertraglich verpflichtet war, mit Rapala-Wobblern zu fischen. Ich drückte ihm mein Bedauern aus und sagte ihm auch, dass wenn er den ganzen Urlaub neben jemanden steht, der nur mit Needlesticks angelt, seine Chancen sehr gering sind. Und so war es dann auch. Möglicherweise hat also auch dieses Treffen damit zu tun, dass der Rapala Flash X Gitter einen Needlestick-Kopf hat. Ja, und genau wegen diesem optischen Merkmal fallen viele Angler auf die vermeintlichen Alternativen immer wieder rein. Darüber habe ich ja schon ein Video gemacht. Leider hat sich bei Rapala wohl niemand dieses Video angesehen, sonst hätten sie schon beim Entwurf ihres Flash X Gitter merken müssen, dass ihr Köder so überhaupt nicht funktionieren kann. Hören wir doch mal kurz rein. Der blaue und der gelbe sind reine Oberflächenköder, der Needlestick bleibt unter der Oberfläche. Das Gewicht liegt bei reinen Topwaterködern im hinteren Teil. Zudem liegt die Einhängeöse unterhalb der Körperachse. Ein Stickbait ist dagegen ausgewogen gewichtet, damit er eine natürliche Schwimmlage einnimmt. Und was hat Rapala hier auf die Angler losgelassen? Ein Topwater Needlefish Pencilbait mit einer Kopfform, die den Köder unter die Oberfläche drücken soll, aber eine Einhängeöse, die den Kopf über die Oberfläche hebt. Zudem einen kantigen Körper wie bei meinem Chiselure, der eine automatische Köderaktion hat, während ein Pencilbait aber eigentlich Walk the Dog geführt wird. Vielen Dank übrigens an meinen Guiding-Gast, der mir diese Aufnahmen zuspielte und das bestätigte, was ich theoretisch sowieso schon wusste. Der Köder läuft auf gut Deutsch scheiße. Ich habe mich dann im Internet mal schlau gemacht, wie denn dann die Werbevideos zu diesem Rapala Flash X Gitter aussehen. Und tatsächlich, man sieht tolle Aufnahmen. Zeitlupenaufnahmen vom Wellenschlag, Drohnenaufnahmen vom blauen Meer, aber den Köder, den sieht man in Bruchteilen von Sekunden. In einem anderen Video labert dann so ein Guide mit der Verpackung von dem Flash Skitter, wie toll der Köder denn ist und man sieht letztendlich keinen Fang, kein gar nichts. Also liebe Manager von Rapala, aber auch von anderen Firmen, bevor ihr als nächstes womöglich noch einen Popper mit Tauchschaufel auf den Markt bringt oder einen anderen Köder, der nur Eyecatcher, aber kein Fischcatcher ist, das Angebot, mal einen Needlestick zu produzieren, gilt immer noch, denn ich kann die Nachfrage schon lange nicht mehr bedienen. Aber nicht einfach klauen, gell?